So, willkommen zur ersten richtigen Folge meines YouTube-Channels, in dem es darum geht, wie digitaler Fernunterricht funktionieren kann. Ich bin Philipp Wampfler. Ich beschäftige mich seit längerem mit digitalen Medien und mit Lernen. In dieser ersten Folge möchte ich zeigen, wie man Videokonferenzen durchführen kann mit einem einfachen Tool. Die Idee ist natürlich wieder, die Lernenden sind zu Hause. Ich als lehrende Person bin irgendwo und ich möchte, dass wir einander sehen können, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Einfaches Tool, braucht kein Login. Ich werde dann mit Tools mit Login auch noch Beispiele vorführen, aber im Moment gehen wir davon aus, sollte möglichst einfach sein. Und dieses einfache Tool ist Jitsi Meet, weiß nicht, wie man das ausspricht. Ihr seht hier oben den Link, ich werde ihn auch in die Beschreibung packen, openmeet.switch.ch. Wenn ihr die Seite öffnet, ich mache das jetzt gleich nochmal, und schalte in den Vollbildmodus, dann sieht es so aus. Ich starte jetzt hier ein neues Meeting, Digi-Fernunterricht und drücke auf Go. Ihr seht, was passiert. Hier komme ich nun ins Bild. Ich habe hier einen Link bekommen und dieser Link, den muss ich jetzt der Lerngruppe mitteilen, den kann ich per E-Mail oder im Chat verschicken und ich könnte hier ein Passwort hinzufügen. Also das kann ich jetzt gleich mal machen. Also dieses Passwort ist jetzt Digi-Fernunterricht und jetzt habe ich ein Passwort gemacht und kann das gleich kopieren. Passwort, wenn ich nicht möchte, dass Unberechtigte da auch mit drin hängen. Jetzt, diese Plattform kann noch ein bisschen mehr. Mal schauen, ob ich da hinkomme. Also ich kann jetzt da unten muss es rausschneiden. Also ich muss jetzt, das Problem ist, dass so, ich habe es jetzt ein Stück rübergeschoben, damit man die Menüs hier sieht. Also hier kann jemand aufstrecken, ich kann die Hand hochhalten und dann sehe ich, jemand möchte sich melden, also genauso wie man das in der Schulstunde auch macht. Ich kann hier einen Chat einblenden, dann kann ich hier einen Namen auswählen und bin jetzt hier in diesem Chat drin, sag mal Hallo, und so können Lernende auch Fragen stellen und ich kann hier auch meinen Bildschirm teilen. Das heißt, ich kann etwas vorführen, etwas einblenden, PowerPoint, was dann Lernende sehen, statt dass sie ständig in mein Gesicht reinblicken. Das wäre es eigentlich schon. So einfach ist das Ganze. Probiert es auch einfach mal aus, testet es mit einer Kollegin, einem Kollegen und macht so erste Erfahrungen. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Also noch einmal Open Meet Switch CH. Das ist der Link, mit dem man dieses Tool benutzen kann. Wer Fragen zu Datenschutz zu bedenken hat, das ist ein sicheres Tool, das keine Daten kommerziell verwendet und weitergibt. Das kann man im deutschsprachigen Raum ohne große rechtliche Abklärungen benutzen. Muss keine Angst haben, dass da irgendwas passiert, was nicht passieren soll.